Schau mal nach unten. Und jetzt schicke ich Chrysler, da läuft er. Und jetzt. Schaut euch das an. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Tore ich so schon geschossen habe in der Weekend League. Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu dem lang ersehnten Longball Tutorial hier auf meinem YouTube Channel. Leute, ich glaube, kein Tutorial wurde sehnlicher erwünscht als das Longball City Tutorial, was wir heute erleben werden, weil Wochen über Wochen spiele ich bereits in den Streams einen Spielstil, der für mich persönlich absoluter Zucker ist, der auch sehr auf Muster basiert, auf einem Plan und auf brutale Effektivität. Und da geht es um diese langen Bälle. Und heute möchte ich euch in diesem Tutorial zeigen, wie ihr diese langen Bälle trainiert und für euch ausführt, damit euer Spielstil ebenfalls nochmal deutlich effektiver wird als ohnehin schon. Und wenn euch dieses Tutorial am Ende gefallen hat, dann bitte ich natürlich um ein dickes Daumen nach oben. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und jetzt gehen wir ins Wesentliche über. Bevor wir uns im Gameplay wiederfinden, wie diese Longballs auszuführen sind und was da genau geschieht, bewegen wir uns erstmal hier ins Teammenü. Ihr könnt euch erinnern, ich habe ja jetzt beim letzten ganz neuen Taktikvideo euch gesagt, schau mal, ich gehe erstmal nicht aufs Team ein, ich werde das Team im Laufe der nächsten Videos ansprechen. Heute ist schon mal der Fall, wo wir in das Team hineingehen müssen, auch teilweise, weil es auch um die Longballs geht. Das Taktikvideo übrigens findet ihr, wenn ihr hier draufklickt, ich markiere es euch hier, da seht ihr, wie ich spiele. Das ist die 4-3-2-1-Formation und viele andere Taktiken auch mit dabei. Unbedingt abchecken, das ist super. So, worum geht es aber eigentlich bei diesem Longball-Tutorial grundsätzlich? Es geht darum, euch eine Spielart zu zeigen, die auf lange Bälle basiert. Eine Spielart, die mir persönlich über das Jahr hinweg sehr viel Vergnügen bereitet hat. Vor allem in den Anfangsmonaten. Ich habe da nämlich diese langen Bälle für mich entdeckt mit Schweinsteiger und mit anderen Spielern. Und habe dann dadurch, ja, das war auf jeden Fall ein riesiger Teil, der dazu beigetragen hat, dann auch geschafft, 20-0 zu holen in der Weekend League, 19 Siege zu holen in der Weekend League und so weiter. Da habe ich ständig über diese lange Bälle gespielt. Vielleicht erinnert ihr euch, ein Pass und fast alles überbrückt und dann einmal in die Mitte, Finesse-Shot und so weiter. Zum Finesse kommen wir auch noch. Da gibt es auch noch ein Tutorial, weil Finesse-Schüsse sind auch absolut ganz, ganz wichtig, genauso wie die Trivelas. Aber Finesse vor allem können out of nowhere kommen. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch was. Und diese Combination hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann 20-0 geholt habe. Ich habe dann irgendwann eine Vorliebe entdeckt für Tiki-Taka, für Pinched Pass, für diese anderen Spielstile und bin dann ein bisschen weggegangen von den Longballs. Und seitdem habe ich auch gespürt, dass das Gameplay mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, wie zu der Zeit, wo ich dann eben diese langen Bälle gespielt habe. Und ich habe dann vor einigen Wochen wieder meinen Weg zurückgefunden. Back to the roots, wie wir so schön sagen, ne? Zu den langen Bällen und habe dann mein Team dementsprechend so umgebaut, dass es auf die langen Bälle ausgerichtet ist und ab dann hat das Game angefangen, richtig Bock zu machen, was diese Bälle betrifft. Und ich bin sicher, bei euch wird es genauso sein, aber es gibt ein paar Spieler, die absolut wesentlich sind, die wir erstmal dafür brauchen, damit wir überhaupt diese langen Bälle spielen können, weil wir können sie nicht nur nutzen, um die Seite zu wechseln, sondern komplett gefährlich in die Spitze bis in den Strafraum hinzuspielen, sogar manchmal einfach ein Pass komplett über die Abwehr, um dann alleine aufs Tor zu laufen. Wie oft laufe ich bitte mit Chrysler alleine aufs Tor in den Streams? Also jeder, der in den Streams dabei ist, der weiß, dass Chrysler der absolute EAFC-Gott ist. Also das ist für mich der beste, vollkommenste Striker ever. Dzeko ist der reine Mittelstürmer, wo ich sage, den liebe ich über alles. Aber er ist einfach der vollkommenste von allen, wirklich. Das ist so krank, wie gut Chrysler ist, Leute. Unser Spieler vom chinesischen Team Shandong Taishan, wo ich auch jetzt mittlerweile die Trikots nutze von. Also ich liebe den Kerl so sehr, Leute. Ja, ich möchte euch kurz nochmal zeigen, wie krass er ist. Und er ist perfekt ausgerichtet als Empfänger für die ganzen langen Bälle. Ja, aber den kann man nicht mehr machen. Ja, das war eine Zeit, wo man den machen konnte, so in der Art. Aber es gibt genug andere Spieler, wo es auch geht. Schau mal, 5-Star-Skills, 4-Star-Weak-Foot, Hochmittelarbeitsraten, 1,90 groß ist er, 89 Pace, 91 Abschluss, 99 Beweglichkeit, 97 Ballkontrolle, 99 Passen, 99 Sprungkraft, 91 Ausdauer, 94 Stärke, 94 Ruhe. Also dieser Kerl ist ein Monster, vor allem auch mit seinen Playstyles. Schau mal, die hier sind auch gut, aber nutze ich kaum mit Powerschuss und so. Tiki-Taka, ganz wichtig,
vor allem auch beim Spielaufbau super wichtig. Wenn ihr da übrigens Bock habt, dass ich auch mal mehr auf die Spielstile eingehe, auf die ganzen wichtigen Spielstile, auf deren Funktionen und so weiter, kann ich das auch gerne mal machen. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das auch euch wünscht und was ich persönlich finde, was gut ist. Ich kann ja da mal ein extra Video zu machen. First Touch, Press Proven sowieso mit der underratedsten und wichtigsten Spielstile ever. Für mich persönlich absoluter Liebling mit Longball und Finesse und Tiki-Taka. Ja, also Ruhepol. Dann in der Luft bei 99 Sprungkraft und 1,90 Meter Größe, Trivela Plus und Rakete. Also das ist ein Monster among men. Also ich sag, die Gegner scheißen sie alle in Hosen, wenn's ihn sehen. Ja? Vor allem zu Beginn unterschätzen sie den vielleicht noch. Sie glauben, ach, 85er, Kreisen, ich kenne ja damals seinen Norma, wer ist denn das? Ne? Aber dann, wenn die langen Bälle anfangen zu flattern und er sich gegen jeden durchsetzt, gegen jeden Innenverteidiger, auch Toti alle, scheißen sie alle in Hosen. Ja? Also das ist so quasi mein Team, so ein bisschen Kreisen vorne und der Ketelare vorne. Ketelare ebenfalls, weil er so groß ist. Ihr seht, die körperliche Größe ist absolut ein Faktor für die langen Bälle. Körperliche Größe so um die 1,90, damit er sich durchsetzt. Er ist 1,92, ja, in dem Fall, hat Lengthy, hat auch kranke Werte. Er ist sehr stark, hat tolle Playstyles, auch Longball als Offensivspieler. Ihr seht das Tiki-Taka noch dabei, dann First Touch Plus, Raserei Plus, das ist eine Evolution in dem Fall. Und super stark auch der Ketelare. Und ich spiele die langen Bälle zumeist auf Ketelare oder auf Kreisen. Das werdet ihr dann gleich live im Gameplay sehen, wo ich euch alles ganz genau erkläre. Dann, was ist denn wichtig, abgesehen von den Empfängern für die langen Bälle? Ja, natürlich, die Passgeber für die langen Bälle. Und wer sind die Passgeber für die langen Bälle? Ihr seht jetzt hier drei Spieler bei mir. Ihr seht einmal Bastian Schweinsteiger. Schau mal, das ist das hier. Ja, weiter Pass Plus. Das ist Long Ball Plus. Das ist das absolute Nonplusultra, wenn ihr die kranksten Longball spielen möchtet. Das hier, ja. Schweinsteiger hat das. Bruno Fernandes hat Longball Plus hier. Und Kiwi hat Longball Plus hier, ja. Und Pinched Pass Plus sogar. Wundert euch nicht, warum bei mir Cannavaro rechts ist. Ich spiele ihn nicht auf Rechtsverteidiger. Wisst ihr, wie ich spiele? Ich spiele Udoji auf Rechtsverteidiger und ich spiele Kiwi auf Linksverteidiger. Udoji nämlich hat auch, schaut mal, Longball Silber. Also mindestens Silber Longball ist wichtig, damit ihr diese Bälle spielen könnt. Mindestens Silber, besser noch Gold. Aber wisst ihr, was der Schlüssel ist bei all dem? Ja? Der Schlüssel ist für mich persönlich mittlerweile geworden, dass die beiden Außenverteidiger beide mindestens Silber Longball, wenn nicht sogar Gold haben. Und ihr seht bei mir nämlich hier, wenn ich euch das hier zeige, wie ich spiele im 4-3-2-1, ihr seht hier, dass ich Kiwi auf Linksverteidigung spiele, unglaublich gut und underrated, und Udoji auf Rechtsverteidiger. Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen, mir sagen, das ist ja Udoji auf Rechtsverteidiger, der ist Linksverteidiger, der hat 3 Sterne schwacher Fuß, was machst denn du da? Vertraut mir, Leute, ich habe die Weekend League gespielt, komplett mit Udoji, Rechtsverteidiger. Der ist so krank gut und seine Pässe sind der Wahnsinn, was da alles auf Kreisen geflogen ist. Ja, ich habe da nämlich hier die Kombo Udoji Silber Longball und Bruno Gold Longball auf Kreisen und hier spiele ich Kiwi direkt Gold Longball auf der Ketelare. Verrückt. Manchmal spiele ich mit Schweinsteiger auch auf einen von den beiden auch noch aus der Mitte. Das ist so crazy. Und das ist mein Geheimtipp. Also, was die Spieler betrifft, schauen, dass natürlich im ZM Longball-Spieler sind, aber dass auf der Außenverteidigerposition ihr bei beiden Positionen mindestens Silber Longball habt. Wenn nicht sogar Gold. Warum es so wichtig ist, seht ihr gleich in Game. Da gehen wir dann gleich rein. Wir schauen uns das Team noch zu Ende an. Ihr seht, ich habe hier noch Cannavaro und Kosonou. Cannavaro finde ich gut. Ich nutze ihn vor allem auch, weil er Icon-Bonus hat, damit das Team mehr Chemie hat. Ich finde ihn nicht besser als Van Dijk. Nee, ich finde ihn gut. Ja, muss man sich überlegen, ob es das wert ist von Goethe. Vielleicht reicht es aus wegen dem Icon-Bonus. Er ist in Ordnung. Ja, baut nicht so viele Fehler, aber nicht so präsent wie Van Dijk. Cech ist für mich vielleicht der beste Torwart in dem Game. Egal was für ein Cech, egal auf was für einem Account ich ihn gespielt habe, er ist überragend gewesen. Hier sind wir übrigens auf meinem 2. Account gerade. Also ich habe ja 2 Accounts. Ich habe den Hauptaccount, den zeige ich euch auch noch. Aber dort will ich gerade noch einen Spieler kaufen, deswegen kann ich das Team nicht verwenden. Deswegen spielen wir in diesem Squad jetzt hier, mit dem Squad. Das ist ungefähr 5 Wochen alt gerade, heißt NGU Evolution. Und abgesehen von ihm haben wir noch Kosonou, den finde ich herausragend. Habe ich über die Future Stars Evolutions gemacht. Der ist wirklich gut. Also der kommt ungefähr in Van Dijk Nähe. Obwohl er nicht so viele Playstyles hat wie er, er kommt in die Nähe. Er ist wirklich, wirklich gut, Leute. Also hat mich sehr überzeugt. Besser als Cannavaro, in meinen Augen. Und dann
bleiben hier noch zwei Spieler. Zum einen Zico. Da habe ich die SBC gemacht. Zico, my friends. Zico ist unfassbar. Zico ist wirklich ein richtig geiler, kompletter Spieler. 5-Star, 5-Star. Schaut euch mal die Torbeteiligungen an. Alles über die Weekend League und die Quali. Er hat geile Werte. Er hat solide Playstyles mit Tiki-Taka noch mit dazu. Das ist so wichtig. Und er ist wirklich ein absoluter Knipser. Also ich spiele ihn sehr gerne im Sturm, in der Zentrale. Und die Longballs auf links und rechts außen. Dann bleibt noch eine Spielerin in dem Fall. Ihr seht sie hier. Ist übrigens auch die einzige Dame in meinem Zweitsquad, wie ich das hier so sehe. Ne? Und das ist meine Königin in EAFC. Ihr kennt sie alle, ihr wisst, wie ich das auch immer wieder in den Streams sage. Meine Königin, Claudia Pina Medina in EAFC. Ja, schaut sie euch an. Sie hat verdientermaßen ihre Special Card bekommen. 5-Star Weak Foot, 4-Star Skills. Leute, schaut euch ihre Werte an, schaut euch ihre Statistik an. Sie ist unglaublich. Also, sie ist ja mittlerweile nicht mehr verfügbar als SBC. Wer sie verpasst hat, der hat wirklich was verpasst. Sie ist so gut in allen Bereichen. Und sie hat mir so oft Spiele entschieden mit ihrem angeschnittenen Schuss Plus. Finesse Plus mit ihr. Ihr wisst gar nicht, wie viele Tore, entscheidende Tore ich auch gemacht habe. Für die 19 Wins, für die 18 Wins. Immer wieder ist sie auch da. Entscheidender Pass Plus. Ihre Dreieckpässe sind göttlich. Pinched Pass, Tiki-Taka, ihr R1-Dribbling ist auch der Wahnsinn. Ja, also sie kann echt alles und sie ist beweglich. Also wirklich, wirklich eine absolute tolle Karte, Leute. Und den gesamten Verein und so werde ich euch mal ein andermal zeigen. Ich möchte nicht, dass das Video zu lang wird. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten in etwa. Wir gehen ja jetzt noch in eine Partie hinein. Ja, also ich wollte euch da mal jetzt mitnehmen, damit ihr jetzt mal seht. Jetzt wisst ihr, was ihr an Strikern braucht vorne, was wichtig ist. Große Leute auch vor allem. Und wie ihr eure Longballs anpassen sollt. Und jetzt gehen wir in ein Game. Und ich zeige euch im Laufe des Spiels live, oben rechts beim Controller seht ihr das, was ich eingebe und ich erzähle euch währenddessen, was ich wann mache, wie ich die Longballs am besten initiiere und ausnutze. So machen wir das, da gehen wir eine und wenn ihr das live sehen wollt, das alles, Leute, kann ich euch nur die Streams ans Herz legen. Ihr wisst, ich bin immer Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr, immer um 9 bin ich am Start. Und da mache ich das alles in Action und dort haben wir unser großes Ziel noch. Wir wollen 20-0 mit diesem Account schaffen über die nächsten Monate. 20-0 und Back-to-Back 20-0 mit beiden Accounts innerhalb von einer Weekend League. Weil ich spiele ja zwei Weekend Leagues jetzt immer. Also schaltet da auch ein, drückt mir die Daumen, Leute. Das schaffen wir gemeinsam. Also jetzt gehen wir rein in Division Rivals gemeinsam und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich möchte einmal kurz nur natürlich sagen, während ich hier meine Kamera nach unten bewege, damit ihr den Controller seht, ich kommentiere jetzt auch alles. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so effizient und gut spielen können, wie ich es mache, wenn ich nur fokussiert bin auf das, was ich tue. Weil ich streue hier meine Aufmerksamkeit, ist ein bisschen schwieriger. Aber es wird funktionieren, da bin ich sicher. Weil die Longballs, die gehen so gut. Sie klappen bei mir wirklich sehr häufig. Ich habe ein gutes Gefühl dafür entwickelt. Und ich möchte euch jetzt hier live zeigen, was ich mache und was ich drücke, Leute. Ja, und was ich wann vor allem eingebe. Also ihr werdet sehen, ich gehe hier erstmal auf die Taktik. Ja, 4-3-2-1. Stelle dann meine Anweisungen ein, einmal Pfeil runter und dann rauf und dann Pfeil rauf und dann rechts aktivieren und wir fangen an. So, ich habe hier jetzt im Hintergrund ein bisschen feine Musik laufen, ich habe keine Gameplay-Musik laufen, das ist nicht so wichtig. Fokussiert euch jetzt einfach auf das, was jetzt hier gleich geschehen wird. Die müssen jetzt mal ihre Plätze verändern, sehe ich. Ich muss ein bisschen warten, ja, bei den Anweisungen ist ja Udoji rechts. Es gibt immer die zwei Varianten. Entweder im Spielaufbau, dann schicke ich ihn vorne mit L1 oder er steht schon sehr tief, dann schicke ich den Außenverteidiger, mache einen L1 X-Pass und bringe dann den Longball. Passt auf, ich schaue, dass ich jetzt einen guten Ball bringe. Ich hole mir hier mal den Ball. So, und jetzt können wir mal in die Partie reingehen. Moment. Wenn ich schaue, und jetzt schicke ich mit L1 der Ketelare. So, da fängt er an zu laufen. Schau mal, der läuft. Und jetzt kann ich sofort den Longball spielen. Das war jetzt recht einfach, weil er rausläuft. Und dann habe ich halt hier den Raum, um zu arbeiten, ne? Und wenn ich dann hier bin, habe ich hier halt die Möglichkeiten und kann ein Tor machen. Und das ist eigentlich immer quasi der erste Step. Wir holen uns jetzt den Ball und ihr werdet gleich sehen, dass es ähnlich funktioniert. Schau mal, ich passe nach unten, schicke sofort wieder der Ketelare. Schau mal, da läuft er. Und jetzt bringe ich den langen Ball. Schau mal, wie der kommt. Ist crazy, oder? Wie gut der kommt. Dann passe ich in die Mitte und dann ist Zico da und fasst das 1-0. Ja? Was die Pässe und die Schüsse und so weiter betrifft, ist jetzt alles zweitrangig. Ich möchte euch zeigen, wie es geht. Viele Leute versuchen zu pressen, indem sie auf euch drauflaufen mit dem ZM oder mit dem Innenverteidiger. Und das ist halt eben dann tödlich, weil danach der Raum umso deutlicher ist für die Longballs. Ja?
Also ich habe hier jetzt gerade ein bisschen viel Raum, ich schieße den mal rein, ja, mit Chrysan. Der Gegner wirkt jetzt nicht so mega stark, Leute, aber ihr wisst, in der Weekend League spiele ich halt, egal was für ein Gegner kommt, ich spiele immer mein Ding mit den Longballs, immer. Und hier geht es vor allem darum, dass ihr ein gutes Bild dafür habt, wie das funktioniert. Also schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Außenverteidiger einen Longball machen möchte, setze ich hier einen L1X-Pass an, der läuft jetzt da oben, schau mal. Und ich weiß, Bruno kann Longballs, ich passe hierher, schau mal oben, Achtung, und jetzt. Kein Abseits, ich habe Raum und ich habe so viele Tore schon so geschossen, wahrscheinlich ist das auch jetzt ein Tor. Nee, ist es nicht. Aber ich habe so viele Tore geschossen, indem ich diesen gezielten Angriff gemacht habe. L1X anlaufen, dann spiele ich auf einen im ZM, warte bis er auf gleicher Höhe ungefähr ist und dann lade ich lange L1 Dreieck auf und spiele den Ball. Und ihr seht oben am Controller auch, was ich dann drücke und gedrückt halte. Weil viele fragen mich auch, Mirza, was hältst du denn dann gedrückt, wenn du dann den Ball annehmen musst? Ich glaube, manchmal halte ich sogar einfach die R2-Taste weiter gedrückt, um den Ball im Sprint anzunehmen, weil es in der Luft anders ist, als einen Flachpass anzunehmen, Leute. Moment, ich kann es gleich nochmal ausführen. Achtung, schau mal, ich passe hier nach oben. So, ihr seht, da ist ein bisschen zu. Ich mache L1X. So, und kann jetzt hier, schau mal, der läuft. Achtung, und jetzt. So, schau mal, ich halte gedrückt, ja. So, jetzt stoppe ich natürlich, weil er schon da ist. Aber ich hätte durchgedrückt gehalten. So, quasi in die Richtung und dann R2. Da ist Schweinsteiger, Sikko. Wir probieren es gleich nochmal. Vielleicht jetzt mehr noch über die Mitte. Oh, er schießt einfach drauf. He has eggs. Look at this man. Okay, get your ass in the ring. Das war mal sehr geil gemacht von ihm. Jetzt können wir das bei einem Abstoß erleben. Passt auf. So, Abstoß. Ja. Ich passe mal nach oben. Ihr seht, wenn es eng ist, hier, L1X, dann läuft er los, ja. Schau mal, Achtung, ganz oben. Achtung, L1X lange gedrückt halten. Look at this. Und da ist einfach Raum, ja. Also warum soll man das nicht nutzen, wenn man dann plötzlich da vorne ist und ich habe halt hier Raum zu arbeiten. Versteht ihr? Probieren wir es gleich nochmal, ein bisschen anders. Aber es funktioniert halt jedes Mal, ich weiß genau, dass es klappt. Da, Longball auf Chrysan. Ah, jetzt hat er das verkackt. Manchmal ist das so. Ich wollte auf Chrysan spielen, da war nämlich Raum. Manchmal nämlich, wenn der Gegner den Ball verliert, kann man ganz schnell arbeiten. Oder hier, schau, Ball gewinnen und ich schicke sofort mit der L1 da den Spieler unten am Radar. Achtung. Oh, der ist jetzt gekommen. Nochmal, passt auf. Ich versuche es hier. So, L1. Und jetzt. Könnte Abseits sein. Muss aber nicht. Ja, ganz knapp. Wenn ich den Spieler hier im Feld nicht mehr sehe, schaue ich aufs Radar. Ich sehe ja unten meinen orangenen Spieler am Radar und achte dann darauf, wann er am Radar ganz genau auf gleicher Höhe ist. Schau, jetzt schicke ich ihn mit L1. Schau mal, L1, da läuft er. Schau, Achtung, Radar, unten Radar, jetzt. Look at this. Habt ihr es gesehen? Und ich laufe einfach weiter mit Sprint, Doppel-X in die Mitte, bam. Schmeichel. Aber solche Angriffe baue ich auch am Fließband. Wahrscheinlich quittet er jetzt, weil er keinen Bock mehr auf mich hat. Schauen wir mal. Aber seht ihr, wie gut das funktioniert? Ich kann fast mit Garantie sagen, dass der ankommt. Das ist kein Random-Scheiß. Und deswegen macht es mir so viel Spaß, weil ich habe damals zu alter Zeit, wo ich im Pro-Gaming so aktiv war, habe ich immer meine Muster gehabt. Ich habe immer meinen dominanten Ballbesitz-Spielstil gehabt. Ich wusste immer ganz genau, was ich machen möchte. Und es hat funktioniert. Da war nirgendwo Glück mit dabei. Auch wenn es manchmal glücklich wirkte so. Ne? Da war immer ein Muster und ein klarer Spielaufbau. Und das Gleiche ist es jetzt mit den langen Bällen. Deswegen macht es mir so viel Spaß. Wenn es nicht so geht, dann geht es anders, na, mit den Außenverteidigern. Das ist immer das gleiche Spiel. Defensiv bin ich mittlerweile auch schon sehr solide. So, hier, schau mal. Und ich schicke schon Chrysan. Und jetzt. Schaut euch das an. Jetzt habe ich den Ball hier und ich laufe einfach weiter. Und der Meter. Habt ihr das gesehen? Gut, der quittet jetzt. Das ist ein typischer Elfer-Quitter. Komm, schleich dir. Komm. Komm, hau die aus. Ich weiß eh, dass du gehen willst. Komm. Ah, hoppla hopp. Hoppla hopp. Hoppla hopp. Nett? Kein hoppla hopp? Bleibst du? Oh! Nice! Da habe ich mich ja glatt getäuscht in dem Kerl. So, ich mache meine Lieblingselfer. Leute, ihr wisst, what's my favorite tea? What's my favorite tea? Penalty. Ihr wisst Bescheid. Genau, und that's the spirit. Also, schau, defensiv, also der Gegner ist jetzt echt nicht so mega stark, Leute, ja. Aber es ist völlig egal, wie es ist. Immer das gleiche Spiel. Sofort Alliance Chrysan schicken, schau mal. Und jetzt, ihr müsst natürlich darauf achten, dass er euch dann jetzt quittet, ja. Dass er euch den Ball nicht abnimmt, während er auf euch losgeht.
Das heißt, ihr schickt einen Spieler, ihr achtet zwar auf ihn, aber ihr müsst auch darauf achten, dass er euch nicht zupresst. Vielleicht müsst ihr euch einmal drehen. Oder vielleicht passt ihr zu einem anderen Spieler, der auch Longball hat und spielt den dann. Geht beides. Und das ist ja das Geile. Habt ihr gesehen, wie oft das jetzt funktioniert hat? Wir können es ja nochmal versuchen in einer zweiten Partie. Da spielen wir mal eine Halbzeit und schauen mal, wie es läuft. Alright? Gemeine. So, abracadabra. Und wir sind schon auf dem Weg in die zweite Runde. Also wir spielen wieder. Das ist übrigens Division 4 jetzt aktuell. Ich muss aber sagen, normalerweise bei Division 4 sind super Schwitzer mit dabei. Die spielen alle wirklich, wirklich gut. Der hier hat noch so ein bisschen laienhaft gewirkt. Also der war nicht so mega stark. Und ich spiele Division 4 aus dem Grund, weil ich die Evolutions hier gerne mache. Und ich habe keinen Bock bei Division 1 oder Elite Division mich da zu Tode zu schwitzen mit den Evolutions. Ihr wisst, was ich meine, ne? Deswegen zocke ich lieber hier entspannt Division 4 und auch gar nicht viel höher. Manchmal gehe ich auf 3 und ich sehe es nicht als notwendig an, mehr zu machen. Schau mal, das gleiche Spiel auch hier. Ihr werdet, er muss erst, die müssen erst ihre Plätze verändern. Ihr seht das wieder hier. So, hier oben ist jetzt schon Kiwi. Und schau mal, ich schicke schon L1. Seht ihr? Und ich warte und jetzt! Look at this! Habt ihr es gesehen? In die Mitte passen, weiterleiten. Schade. Hat nicht ganz geklappt. Aber ihr seht, ich habe schon so ein gutes Gefühl für diese Bälle, dass die einfach fast immer kommen. Und ich sehe ihn und dann schaue ich am Radar. Und sobald er ungefähr auf gleicher Höhe ist, spiele ich den. Da gehört halt ein bisschen Feeling mit dazu. Aber schau mal, der erste lange Ball und der geht und überbrückt gleich das ganze Feld. Und ich weiß auch, es wird wieder Leute geben, die sagen, ja, aber das ist ja super langweilig, Alter, was so in der Chance. Ja, das machst immer nur deine langen Bälle. Also ich persönlich finde es super attraktiv, als dieses Ping-Pong verkackte Ding zu spielen da, wo ich immer wieder randommäßig mit CPU den Ball wegbekomme. Ne? So kann ich kontrolliert angreifen, kontrolliert spielen. Schau mal, ich schicke Kryzen. Achtung, ich schicke Kryzen. Da ist Kosono. Kryzen ganz vorne ist ein bisschen schwierig jetzt. Schau, ich schicke Kryzen. Nicht geklappt. Okay, nochmal. Schau mal, nach unten. Und jetzt schicke ich Kryzen, da läuft er. Und jetzt. Schaut euch das an. Und jetzt laufe ich mit Kryzen weiter. Und drin ist er. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Tore ich so schon geschossen habe in der Weekend League. 50, 60, 70, 80. Ich würde lügen. Egal, was ich sage, ich würde lügen. Das ist zu heftig, Leute, wenn ihr es gut hinbekommt. Es ist natürlich auch in einer Art ein bisschen zu verteidigen, wenn man frühzeitig den Spieler anwählt und mitläuft. Aber viele lassen das oder laufen mit und hören dann auf oder laufen mit und es gab dennoch. Ja, also suchst das aus. Auf jeden Fall nutze ich es, weil es einfach richtig Bock macht. Ich hole mir jetzt gleich nochmal den Ball. Wir versuchen es gleich wieder. Jetzt 2 von 2 waren das, okay? Ich mache es einfach immer und immer wieder, weil dann habt ihr, glaube ich, so ein Live-Tutorial, was euch noch viel mehr hilft. Das heißt, hier, schau mal, Bruno Fernandes, okay? Okay, wenn es hier nicht klappt, gut. Schau mal, der Gegner presst viel. Schau, L1X. Achtung, ganz unten ist er. Das darf natürlich nicht passieren. Den haben wir. Das ist ein gutes Gegenbeispiel, wie man den Ball auch verlieren kann, ja? Müsst ihr natürlich vorsichtig sein. Ich lasse das auch drin in der Aufnahme, damit ihr seht, dass ich das auch verkacken kann. Wie gesagt, ich spreche jetzt gerade und kommentiere alles, was ich mache. Das ist ein bisschen schwieriger. Schau, ich schicke jetzt Kryzen. Ich ein bisschen Zeit schinden. Und jetzt. Manchmal verkackt das und dann passiert das hier. So, das gleiche Spiel. Udoji. Schau mal, ich kann auch hier mit Udoji gezielten Eckballangriff machen. Wenn ich hier zum Beispiel, ich mache hier L1X. Der läuft da. Achtung, jetzt und hopp. Dann bin ich hier, ja? Man kann hier arbeiten. Natürlich ist da Raum. Dann kann man ein Tor machen, ja? Probieren wir gleich wieder. So, ihr seht in der ersten Halbzeit schon viele, viele gefährliche Torchancen, nur wegen den Longballs. Ihr seht Kosonogu, wie gut der ist, ja? Das Erste, was ich mache, sobald ich den Ball erobert habe, ich drücke schon L1. Ich merke das nämlich unbewusst. Jetzt konzentriere ich mich schon schicken. Ich finde das richtig geil gerade. Ich richte meinen Fokus auf Sachen, die ich normalerweise gar nicht so beachte, während ich am Zocken bin, weil ich ja nur gewinnen möchte, ja? Und jetzt achte ich darauf, was ich alles mache und erzähle es euch und zerlege alles in Details, sodass ihr wisst, wie ihr es am besten machen könnt. Ich auch hier, aber wenn es nicht läuft, mache ich einen L1X-Pass. Achtung, ihr seht ihn oben, Kiwi, Leute, Kiwi, 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 Kiwi. Und Kiwi läuft. Und jetzt bin ich hier und schau mal, wie gefährlich das ist. Schaut es euch an. Das ist schade, ne? War das nicht schön gespielt? Aber jetzt! Okay, jetzt wollte ich ein bisschen angeben. ich muss auch sagen, Leute,
mein Internet aktuell, ich habe ein neues Internet von A1 jetzt, 500 Download, 100 Upload, ich habe ein sehr stabiles Internet. Das ist wirklich, wirklich krank gut im Vergleich zu meinem alten Internet und ich kann viel besser mich drehen, viel besser meine Bälle spielen. Schau mal hier, hopp! So, das hat nicht geklappt. Wisst ihr, was ich manchmal auch mache? Ich spiele den trotzdem nach vorne, selbst wenn es vielleicht nicht klappt, weil der Gegner scheißt sich in die Hosen. Ich sage immer, schau mal, Kosonoro, Leute. Schau mal, der kommt von da, habt ihr es gesehen? Wie gut der ist? Weil der Gegner scheißt sich in die Hose, so oder so. Schau mal da. Hopp. Nicht geklappt. Und wenn es hier nicht läuft, ja gut, dann L1 Dreieck rüber. Oh. So. Udoji kann ich ja schicken, ne? Ihr wisst ja, schau mal, schau mal. Dann nach hinten. Dann in die Mitte. Und hopp. Ui. Und der nächste gefährliche Angriff. Und der nächste Angriff. Und das nächste Tor. That's the spirit. Und wahrscheinlich der nächste Quit. And that's the bottom line, cause Mercer said so. Welcome to Longball City, my friend. Wir nennen das mittlerweile auch Longball City, ja, angelehnt an Suplex City, ja. We're taking our Gegners to Longball City and break them apart in the middle of the ring. That's the spirit. Ja, also hochgerechnet jetzt über die zwei Games. Wie viele Longballs haben wir angesetzt und wie viele sind angekommen? Von 10, 8? Circa? Fast jeder? Und genau so kannst du es auch machen. Übung macht den Meister. Und dann spielt ihr auch solche Bälle. Und dann kombiniert ihr diese Bälle mit dem Spielstil, den ihr da habt. Könnt ihr auch durch die Mitte spielen und dann wird es noch unberechenbarer. Das Coole ist, ich habe hier eine Wiederholung jetzt, dadurch, dass wir mit Longballs die Tore gemacht haben. Ihr seht, ich habe hier angesetzt. Ihr seht, Chrysan war noch nicht ganz durch, aber er bewegt sich manchmal so in einer Richtung. Ich habe schon ein gutes Gefühl dafür. Und die Bälle kommen halt nicht einfach geradeaus, ne? Sie kommen so in die Lücke. Ja, schau mal, sie kommen richtig gut. Sie kommen ja so weit ein bisschen nach links, nach innen. Und das ist Udoji auf Rechtsverteidiger mit Longball, obwohl er Linksverteidiger ist. Ich habe euch ja gesagt, er spielt sich da richtig gut. Schaut es euch an. Und dann ist halt der Raum. Und hier sage ich immer, ich nenne das den sogenannten Miyagi-Shot. Ja. Kann man zweideutig behandeln, wenn man möchte. Der Miyagi-Shot. Hier rechnet irgendwie jeder damit, dass ich noch in die Mitte passe oder sowas. Die bleiben alle stehen. Die bewegen sich nicht mit dem Torwart. Einfach schießen. Am besten mit Time-Finish. Ich habe es hier nicht getroffen mit Time-Finish. Warte mal, da war doch noch irgendein... Ah, nee, das war dieser gut durchkombinierte Ball. Da war auch wieder Longball. Ne? Gut, jetzt sind wir schon mitten beim Longball. Aber das war der über die Außen. Das heißt, was haben wir jetzt hier gesehen? Wisst ihr, wie viele Tore ich schon so gemacht habe? Ich kann nicht aber mehr zählen. Ne? Also, kurzes Fazit. Was haben wir hier jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass diese Longballs unglaublich effektiv sind. Wir haben gesehen, dass wir sie über die Flügel spielen können, von den Außenverteidigern auf die Flügelspieler. Wir haben gesehen, dass wir die Außenverteidiger nutzen können, damit wir mit den ZMs auf die Außenverteidiger spielen. Und wir haben gesehen, dass wir mit L1 immer wieder die Flügelspieler schicken, damit sie diesen Run machen. Und wir müssen manchmal nicht einmal den Pass spielen. Es reicht ja auch schon, wenn du den schickst, dass die CPU des Gegners sich mitbewegt und wir dann mehr Raum haben für die Mitte. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe auch, dass seit ich die Longballs mache, ich noch weniger Probleme habe mit Pressing. Weil wenn der Gegner presst, dann rückt er ja erst recht raus und du schickst ihn ja eh den Ball. Du schickst den Spieler und dann kommt der Longball über die gesamte Abwehr drüber. Ja, das ist so ein netter Nebeneffekt, dass das auch besser funktioniert. Aber hier gilt einfach, Übung macht den Meister. Und das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr die Longballs nur noch über Longballs spielt. Ich mache auch die Tiki-Taka-Dinger. Ich mache leider noch zu wenig über die Zentrale, wie ich es könnte, weil es so gefährlich ist. Und ich werde das mir zum Beispiel jetzt ab dieser Woche vornehmen, noch jetzt zu kombinieren mit Flachpässen über die Zentrale. Weil ich habe auch gute Passgeber über Flachpässe. Und dann das mit den Longballs werde ich noch unberechenbarer. Das ist der nächste Schritt bei mir, weil die funktionieren einfach herausragend. Und das empfehle ich natürlich auch euch. Und ihr seht das ja eh bei mir in den Streams. Also wenn ihr nichts verpassen wollt von dem hier in live, Spiel für Spiel, genau so, dann kommt in die Streams, Leute. In der Videobeschreibung seht ihr sie Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr. Seht ihr diese Action, so wie hier, live über 6-7 Stunden. Ich stream immer Open End, immer so bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Das ist der Hammer. Das macht so viel Bock. Und wir lernen alle. Ich lerne, ihr lernt. Ich habe jetzt auch gelernt. Ich habe jetzt, wo ich jetzt das gespielt habe, dazugelernt, eben wann ich wie was drücke, welche Tasten ich gedrückt halte, weil ich mich auf sie fokussiert habe, um es euch noch besser zu erklären. Und das war cool. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zum Zuschauen.
Und ich hoffe, dass ihr euch alles mitnehmen konntet, was wesentlich war, um die Longballs am besten zu nutzen. Bitte achtet auf den Controller oben. Stoppt immer wieder auch das Video gerne. Schaut mal, was hat er jetzt gedrückt? Wie lange hat er es gedrückt? Es passt alles zusammen. Und nutzt die richtigen Spieler. Und dann wird es. Ja, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann bitte ich um einen Daumen nach oben. Ihr wisst, Support ist kein Mord, Leute. Das ist eine tolle Unterstützung. Abonniert den Kanal für mehr EAFC24 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials und Glocke natürlich aktivieren, um keine Streams zu verpassen. In der Videobeschreibung findet ihr meine Socials sowie Instagram. Wer mir da noch nicht folgt, bitte folgt mir da. Da verpasst ihr auch nichts. Ja, dann kommen auch immer mal Tipps und wir verstehen uns da einfach ein bisschen besser. Und komm in die Streams. Ja, die Streams auch in der Videobeschreibung. Ich habe es vorhin erwähnt, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr. Und melde dich da, schreib gerne, dass du auch das erste Mal jetzt hier bist, normalerweise YouTube. Und du wirst sehen, ich antworte. Ich antworte dir, du schreibst, ich antworte dir live. And that's the spirit. Ja, es macht Spaß. Und Videos machen auch Spaß. Also bald kommen noch weitere Tutorials. Das war jetzt mal der lange Ball. Welcome to Long Ball City. Das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Tutorial. Tschüss! Bis dann!